So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Ich habe nämlich Post bekommen. Zack, zeige ich mal her. Und zwar das hier. Einmal so ein nettes Paket. Wieder mal mit Biene Maya drauf. Und dann hier was von Amazon. Was wohl irgendwie aus der Wunschliste sein soll. Wenn wir das mal hier zuhalten, guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Und irgendwie weiß ich genau, wenn solche heftigen Hardcore-Pakete kommen, sind die irgendwie immer vom Hannes. Der Hannes, ne, der ist sich für nichts zu schade, der kauft immer Biene-Maya-Kartons. Das finde ich total toll, oder Adi, wie findest du das? Total toll. Wollen wir jetzt erstmal hier reingucken? Wir gucken erstmal in dieses graue, hässliche Amazon-Paket, was da drin ist. Und dann gucken wir in das große, bunte Paket. Das ist doch eine gerechte Aufteilung, wie ich finde. Du hängst dich wieder hin, schön die Beine aus dem Waschbecken. Das lege ich jetzt mal da drauf. Guck jetzt mal hier rein. Da fliegt einiges rum, einiges durcheinander. Hier haben wir einen Zettel. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von iScorpions. Dann ist hier noch ein anderer Zettel, da steht aber nichts drauf. Ich will mal weiter, dass ich noch mehr Zettel habe. Hier ist noch ein Zettel. Mal gucken, ob wir noch einen Zettel finden. Ich habe noch... Wo sind die? Hier ist noch ein Zettel. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von iScorpions. Wenn das zwei Sachen sind, dann passt das. Weil immer irgendwie bei jeder Sache kann man im Prinzip einen Geschenkgruß hinterlassen. Und eben ist ein normales Dings noch so mit drin. Wir haben jetzt hier ein U-Green Smart Digital Life HDMI-Kabel. Hä? HDMI-Kabel? Ja, ich habe doch die Switch, die mir geschickt wurde, aufgebaut neben PC zum Streamen mit der Docking Station. Und jetzt kann man das natürlich nicht mehr im Fernseher nutzen, wenn man da mal was machen will. Und damit Pupsi jetzt auch mal auf dem Fernseher zocken kann, da habe ich ja so eine zweite Docking Station mal da rein, die auch direkt gekauft wurde. Von Tizo, wenn ich mich recht erinnere. Da sind aber keine Kabel und nichts dabei gewesen. Wusste ich nicht. Jetzt bräuchte ich also nochmal ein Netzteil und nochmal ein HDMI-Kabel, um das zu verbinden. Habt einfach irgendwas jetzt drauf. Das ist also ein HDMI-Kabel, damit Pupsi vielleicht dann mal, wenn sie mal wieder ihr Zelda rauskramt, am Fernseher spielen kann. Und hier habt ihr auch ein Original Nintendo Switch Netzteil. Das ist auf jeden Fall wichtig, weil ich glaube, ohne funktioniert das nicht. Das braucht ja trotzdem irgendwie Strom. So, Adi, guck, Karton ist leer. Das heißt, für beste Unterhaltung ist gesorgt für die... Ich weiß ja gar nicht. Die spielt ja gar nicht damit. Das wird schon seinen Weg finden. Und wenn ich irgendwann will, dann setze ich mich hin, dann zocke ich halt Let's Go Pikachu. Mir doch egal. Dann kann ich wenigstens durch die Wiese streifen und kann nochmal Raupi aufleveln auf Level 100.000. Ich habe nämlich gar keins so irgendwie dabei. Ich glaube, ich muss mal einen Raupi ins Team nehmen und muss mit... Warte, Schatz? Und muss mit Raupi mal so ein bisschen zocken. Jetzt machen wir mal hier beim Hannes eine Einschneidung. Dürfen uns nämlich nicht so lange aufhalten. Die Videos gehen nämlich immer viel zu lang. Ne? Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt gleich auch was zu naschen finden, weil ich nämlich Hunger habe. Ich sehe ein Mäuschen. Ich sehe ein Mäuschen, Adi. Siehst du auch ein Mäuschen? Wir haben hier einmal Knuspertaschen von Whiskas. Einmal hier für dich. Dann haben wir hier einmal Raffaello, die weißen Guten. Boah, das riecht aber in dem Paket, du. Ich werde auch gleich sehen, warum. Dann haben wir Raffaello, die weißen Edlen. Hier, einmal für dich. Dann haben wir hier Kneipp Duftwellen. Number 6, Goodbye Stress, Wasser, Minze, Rosmarin. Ja, Adi, riech mal. Adi, riechst du das? Ist das ein guter Geruch? Ich stelle es mal dahin. Duftkerzen. Die sehen auf jeden Fall cool verpackt aus, dass sie hier auch in so einem Glas ankommen und dass sie obendrauf so einen Holz
Deckel haben. Hier, guck, wenn du das so hinstellst, sieht herrlich aus. Bei Gerüchen weiß ich jetzt nicht. Da ist Pupsi immer sehr eigen. Egal, was du der für Duftkerzen schenkst. Nee, das schmeckt nicht. Und dann sag ich, du sollst es ja auch nicht essen. Und dann sag ich, ja, okay. Und dann ist das irgendwie so. Dann aber hier, auch noch von Knall, Number 4, Vetiver Mandarine. Das müsste dann ein, mit natürlichem ätherischem Öl der Mandarine. Ein, alles was wir brauchen, um gesund zu bleiben, hat uns die Natur reichlich geschenkt. Monsieur Kneipp, der heftigste Battle-Rapper der Welt. Also das ist, ach nee, das ist auch, ich habe jetzt gedacht, das ist ein Parfüm. Ich hätte mir das jetzt an den Kopf gesprüht. Dabei sind da Stäbchen drin, also das ist auch irgendwie so zum Hinstellen, dass das den Raum, also es muss wohl sehr riechen hier, deswegen schicken die Leute mir immer Duftzeug dabei. Ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Hier, warte mal, guck mal. Hier hast du noch Konstanze und Wolfgang. Ist es nicht schön? Das ist wie Berlin Tag und Nacht und GZSZ in einem. Hier hast du so Mozartkugeln und in der Mitte so ein fettes Mozartteil. Adi, soll ich dir noch mehr hinbauen? Willst du noch was? Brauchst du noch was? Guck, zack, alles auf dem Adi drauf. Dann habt ihr hier ein Chio Dip Hot Cheese. Hot Cheese kann ich immer zum Wrestling abends essen. Zum Saufen, es knallt, du weißt. Was braucht man, wenn man natürlich Dip hat? Man braucht natürlich Chio, Tortillas, Hot Chili. Und die Tüte ist so dünn. Entweder hat er sich da vorher draufgesetzt, dass das besser in das Paket reinpasst, oder ich weiß auch nicht, ich habe noch nie so eine dünne Tüte gesehen. Die wirkt auf jeden Fall heftig platt gedrückt. Bevor wir dazu kommen, kommen wir aber hierzu. Da ist nämlich noch einmal Trimis dabei von Adi. Die isst er ja so gern. Gell, Adi? Hier, Trimis. Und dann noch ein zweites Trimis von Adi. Noch eine andere Sorte. Nochmal Trimis. Die können wir jetzt hier vorhauen. Jetzt bist du eingedreamt. Hier sind sogar noch Mäuse dabei von Soroyal mit Rassel. Guck mal, Adi. Mäuse. Mäuse. Ja, guck, wo sind die Mäuse? Adi, wo sind die Mäuse? Ich glaube, Adi hat jetzt hier Mäuse, bitteschön. Ich glaube, er fühlt sich sichtlich wohl in seinem Verlies. Ne? Guckt euch das doch an, wie er jetzt da drin hängt. Total eingemummelt. Adi, Schatz, alles Gute, alles Gute. Was machst du da mit der Maus? Nix? Gut. Wir haben nämlich noch ein was hier drin. Und das ist was Fettes. Ich glaube aber, im Endeffekt ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, das sieht der Karton wieder besser aus als das Produkt selber. Oh mein Gott. Hier, zieh mal raus. Guck dir das mal an. Ah, wie hat er das in die Tüte reingekriegt, wenn ich es aus der Tüte kaum rauskriege, weil es überall hängen bleibt und einschlitzt? Das muss ja heftig sein. Ah. Sag mal, Hannes, hast du die gleiche Idee gehabt wie ich? Hier ist auf jeden Fall ein riesen fetter Karton. Da steht WWE Championship Collection Braun Collectors Magazine with Collectible Statue. The monster among men, Braun Strowman, is a force of destruction, laying waste to anyone and anything in his way. Prepare to get these hands. Also, so sehe ich auch aus, wenn ich mal die Brille abnehme. Da habe ich nämlich gleich einen Bart. Ja, das muss der sein, genau. Also ihr habt diesen schönen Karton. Der sieht ja gut aus, zum so hinstellen, ne? Dann habt ihr hier vorne die Figur. Die Figur hingegen, naja. Die ist hässlich. Wie ein Schlag ins Gesicht. Aber das ist das Gute, denn ihr stellt ja die Figur nicht einfach alleine dahin, dass die so hässlich da rumsteht. Ihr stellt ja den ganzen Karton irgendwo hin, als Geschenk, als Souvenir, als Collectible in eure Wrestling-Connection, Dings. Und so sieht das doch viel besser aus. Da ist man so abgelenkt von dem Karton und dem ganzen Drumherum, dann guckt man gar nicht so sehr auf die Figur. Ich glaube, das ist genau dasselbe. Ich habe Hannes damals mal überrascht und habe eine Eddie Guerrero-Figur mit einem Magazin bestellt.
Die stand auch auf so einem Sockel, hab ihm das zugeschickt und das muss wahrscheinlich von derselben Seite sein, hat er einfach jetzt einen Braun Strowman rausgesucht und hat den mir geschickt. Den Eddie Guerrero habe ich extra bestellt, weil der so gut aussah. Der sah so detailliert aus. Das war der Latino Heat Eddie Guerrero mit dem Mamacita T-Shirt und allem drum und dran. Mit seinem Schnäuzerle, mit seinen langen, fettigen Haaren. Also, ja. Aber dieser Braun Strowman. Oh mein Gott. Was der für eine Nase hat. Ihr seht das jetzt nicht. Ich weiß, das ist auch schlecht so zu zeigen. Das spiegelt alles. Wenn ich durch die Kamera gucke, finde ich, der sieht fast normal aus. Der hat hier seinen Sockel, der hat seine Hose an, der hat sein Hemd an, der macht seine Arme hoch. Du hast hier auch das Tattoo auf dem Arm. Aber der hat so eine komische spitze Nase und so ein komisches... Es sieht durch die Kamera wirklich einfach besser aus, als es ist, wenn ich mit meinem bloßen Auge jetzt hier hingucke. Der hat eine komische Kopfform, der hat eine komische, langgezogene, spitze Mausnase, Mäusenase, also... Der wird niemals ausgepackt, ich schwöre. Mit diesem Karton sieht das einfach tausendmal besser aus. Der kommt so in die Sammlung, dann sieht das genial aus. Am besten man stellt so rum, dann sieht man nämlich hier dieses Magazin, was man eigentlich aufmachen kann und wo man reingucken kann. Aber ich glaube, ich würde das wirklich zulassen, weil das nie wieder so schön daran geht. So, das, also die Wrestling-Box vom Hannes, oh mein Gott. Dann noch die Switch-Box vom iScorpions. Adi. Was sagst du? Freust du dich? Da sind Mäuse dabei, Adi. Mäuse! Die eine Maus, wenn ich immer komme, liegt die plötzlich in der Badewanne. Ich weiß nicht, wie die da hinkommt. Der muss die Maus durch die ganze Wohnung hetzen jedes Mal. Der hat nämlich auch eine graue und eine weiße. Und die weiße liegt jedes Mal in der Badewanne. Manchmal liegt sie auch im Schlafzimmer im Bett. Also der weiß schon, was er macht, der nutzt die Mäuse. Dankeschön, auf jeden Fall. Das war's von meiner Seite aus. Ich freue mich jedes Mal wieder, es ist immer wieder wie Weihnachten. Die Süßigkeiten sind natürlich auch toll. Da ist natürlich einiges auch für Pupsi dabei, auch für Mama dabei. Ich werde wahrscheinlich die Tortillas essen jetzt am Wochenende. Also ich weiß nicht, wann das online kommt, aber irgendwann ist immer mal ein Wochenende. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Adi, Schatz. Euer Ramses. Los, Adi, auf die Maus. Adi, Schatz. Nein, die ist gefangen, das ist voll gemein. Das kannst du nicht, die muss ich... Okay, das war's. Ciao.